Der Internationale Währungsfonds reiht sich ein in die Gruppe der Konjunktur-Kassandras. Der IWF erwartet für Euroland in 2012 eine milde Rezession und, das heißt konkret, ein rückläufiges Wirtschaftswachstum bzw. eine Wirtschaftsschrumpfung im Volumen von 0,5%. Das teilte der IWF heute im Rahmen einer generellen Revision seiner Konjunkturprognosen mit. Deutschland sieht der IWF noch im positiven Bereich, allerdings wird auch hier die Erwartung an das Wirtschaftswachstum gesenkt von 1,3% auf 0,3%. Und für die Weltwirtschaft insgesamt erwartet man nun noch ein Wachstum von 3,3%, getrieben insbesondere durch die starke Entwicklung in den Schwellenländern. Das ist die eine Nachricht des Nachmittags. Die andere kommt von Standard & Poor's. Dort hat man Griechenland nun endgültig auf die sogenannte Selective Default Stufe heruntergestuft. Das ist im Prinzip der Pleitestatus. Pleite ist Griechenland noch nicht endgültig. Allerdings gibt es diverse Anzeichen, dass die Gespräche, die derzeit geführt werden, scheitern könnten und dass man versucht, den Markt so ein bisschen auf diese kommende Insolvenz vorzubereiten. So hieß es heute beispielsweise von Seiten eines führenden Standard & Poor's Mitarbeiters, dass selbst eine Insolvenz von Griechenland nicht unbedingt bedeuten würde, dass dies auf andere Länder negative Auswüchse oder negative Einflüsse haben müsste. Der deutsche Aktienindex angesichts dieser Nachricht nicht wirklich erholt von seinen Tagestiefständen. Wir liegen jetzt 0,9% im Minus bei 6.381 Zählern. Bei den Einzelwerten ist interessant zu sehen, dass wir heute gewissermaßen einen Wechsel in den Trends haben. Die Finanzwerte, die zuletzt sehr gut gelaufen waren, allen voran die Commerzbank, heute mit einem Minus. Die Commerzbank verliert 4,5%, die Deutsche Bank 3,5%. Auf der anderen Seite Werte wie RWE und E.ON, die zuletzt deutlich unter Druck standen, heute mit einer Gegenbewegung. Beide sind unter den Gewinnern im deutschen Aktienindex.